Eine Frage an dich. Wer hat mehr Energie? Ein Mobbingopfer oder derjenige, der provoziert? Das Mobbingopfer hat mehr Energie. Zum Beispiel dich provoziert jemand. Und das macht jemand nur deshalb, weil er von dir Energie absaugen möchte. Sobald du reagierst, fließt von dir Energie zu ihm. Beobachte das einmal, du bist fix und fertig, wenn dich jemand provoziert und du reagierst. Deine Energie wird in diesem Moment abgesaugt. Wenn du nicht reagierst, dann bleibt die Energie bei dir und die Provokation hört sehr schnell auf. Also achte auf deinen Energiefluss und beobachte diese Geschichte mal für dich selber und zieh deine eigenen Schlüsse.